Was geht ab, meine kleinen Vanillezipfel? Herzlich willkommen zu True Farming 2. Ja, nach dem langen Livestream sind wir wieder auf dem Hof und die Vorführung hat beendet. Der Hof, die Fläche ist neu bewirtschaftet. Ja, ich würde glattweg sagen, wir müssen gucken, was heute so anliegt. So wie ich weiß, halt, stopp, da muss ich erstmal nochmal, ist heute eine Menge dran. Ich muss einige Sachen klären, ich muss Kartoffel roden. Also echt eine Menge Holz, meine kleinen Vanillezipfelchen. Ansonsten, wie geht's, wie steht's? Und ja, wir starten neu. Oh, breite Kreuzkörnung durch die Tür. Moin, Benno! Moin! Was geht? Ja, erstmal frischen Kaffee machen. Ja, na klar, du machst ja um 5 Uhr noch einen frischen Kaffee, als wenn ja, wir nichts Besseres zu tun rein. Haben. Pass auf, pass auf, pass auf, wir kommen gleich zur Arbeitseinteilung. Essen müssen gewalzt werden. Die, schreibt ihr das auf. Die 100, nee, die 15 muss gewalzt werden, die 4 muss gewalzt werden. Die 123 muss gestriegelt und gewalzt werden. Ja. Das ist abgearbeitet, das ist abgearbeitet. Ich fahre jetzt zu den Linding und ernte da Kartoffeln. Dann haben wir noch, das muss noch abgeklärt werden. Die 174 müsste noch gedroschen werden. Mal gucken, ob die Linix gerade was zu tun haben. Kümmere ich mich gleich drum. Fahr du erstmal zu den Feldern hin und walz die und striegel die. Das kann nicht lange dauern. Das sind nicht große Felder. Ja, ich fange mal an mit Striegeln. Genau, nimmst hier draußen den 800er, 830, glaube ich, ist das. Der mit den Pflegebereifungen, weil ist ja, ja schon alles angesät. Und ich fahre erstmal Richtung Feld 100, nee, Feld, zu welchem Feld? 85. Fahr ich hin. Da könntest du mir als erstes einen Hänger hinstellen. Nimmst du einen von den großen Weißen hier vorne um die Ecke? Ja, welches Feld? 85. 85. Alles Weil, klar. Da fangen jetzt an mit Kartoffelernten. Gut, weiß Bescheid, bis später. Jo. Soll ich einen Trecker dran lassen? Nee, nicht unbedingt, dann können die das nachher selber abholen. Jo, alles klar. Jo, bis später. Ja, los geht's. Ich mach schon wieder Licht an. Also manchmal bin ich auch. Tank ist gut. Naja, gut. Ich bräuchte mal, glaube ich, langsam eine neue Wartung. Ja, es ist viel passiert. Wir haben uns den Kartoffelernter hier geleast. Die neue Düngertechnik ist geleast. Und auch die neue Messtechnik ist gekommen und auch geleast. Ich bin mal gespannt, wie lange das eigentlich dauert, bis die ersten Aufträge kommen. Ja, ansonsten bin ich mal gespannt. Ich denke mal, die ersten Aufträge werden nicht lange auf sich warten lassen, weil wir eben halt die neue Düngerverordnung haben und wir eine Menge messen müssen. Bergmann. Rotwild hier, hallo Bergmann. Moin Moin. Ich habe gehört, Sie haben letztens eine tolle Präsentation über neue Bodenanalysation hier in Waldstelle. Kann das sein? Das ist so richtig. Jetzt weiß ich nicht, haben Sie die Möglichkeit oder machen Sie das überhaupt, diese Bodenprobe so zu nehmen oder ist da jemand anders für zuständig? Allgemein war das so abgesprochen, dass das Transportunternehmen macht, aber ja, die sind, weiß ich nicht, wo die beiden Knallkörper schon wieder sind, keine Ahnung, auf Mal oder so, irgendwelche ja, alkoholischen Getränke konsumieren, aber ich habe auch so ein Messgerät.
Besteht die Möglichkeit, dass Sie meinen neu errichteten Weinberg einmal durchanalysieren? Weil ich bin auf dem Punkt, ich wollte demnächst die Reben setzen, aber wenn wir jetzt natürlich noch mehr Möglichkeiten, mehr Ertrag rauszuholen, würde ich das natürlich ganz gerne auch versuchen. Wenn Sie da mal jemanden von Ihren Leuten vielleicht losschicken können, dass da einmal über den Weinberg drüber. Na, ja, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Kartoffelernten, würde das Feld runter möppern und würde das, warte mal, ich nehme das mal kurz mit auf. Das wäre super. Und der Berg hat ja keine eigene Bemarkung, ne? Also das nee, nee, ich war ja, ich war ja, ich habe ja den Berg da mit hier. Genau. Aufgegeben hat das der Herr Sebastian. Ja, genau. Feld haben wir erstmal keins. Jetzt hat ein Problem. Ich nehme das mal mit abgeerntet rein. Und wir machen Messungen bei. Moment, ich finde das. Beide Trauben sind das, ne? Ja, genau, der Weinberg ist schon das Trauben sind das. 104, glaube ich, war das. Ja. Auftrag ist angenommen, ist drinne und. Ich denke mal, dass wir das in den nächsten Stunden schaffen. Ah, oh, das wäre super. Ein Traum. Okay, Bergmann, ich danke Ihnen. Ne? Alles klar. Bescheid wegen Rechnung, dass wir da wieder schnellstmöglich. Da müssen wir das, glaube ich, anders machen, weil das Messen ist noch nicht in den Rechnungen mit drin. Ach so, okay. Im Rechnungssystem, ja. Ja, okay, danke sehr, was Sie bekommen und dann. Na klar, kein Problem. Alles klar, Bergmann, ich danke Ihnen. Jo, ciao. Bis demnächst wieder. Tschüss. Jo, ciao. Ja, seht ihr, Leute, da haben wir schon den ersten Auftrag mit Messen. Und wenn auch die ersten Aufträge mit Messen kommen, dann dauert das auch nicht lange, dann kommen auch die ersten Aufträge mit der vernünftigen Ausbringung. Oder was heißt das? Ich sag mal so, mit der nicht vernünftigen Ausbringung, sondern mit der Ausbringung, die gut abgestimmt ist auf der Fläche. Ich habe eine blöde Vermutung. Aber ich guck noch mal schnell. Nee, ich fahr richtig. Ich bin da, ne? Jo, und will dahin. Super, dann kommen wir doch dahin, wo wir hinwollen. Ja, sonst... Bin ich wirklich richtig? Bin ich das? Wo bin ich denn? Oh, wow. Ich glaube nicht. Ich bin falsch gefahren. Das ist egal. Dann fahren wir hier oben lang. Aber auch das kriegen wir hin. Oh, was ist denn hier los? Der sah aus wie der Kolbenleiten, dieser Vogel. Aber nicht schlimm. Oh, siehst du, ich gehe jetzt erstmal und rufe den Lindig an. Hallo, Lindig. Moin, moin, Paul hier. Grüße. Punkt 1 ist, ich bin unterwegs zu deinem Feld und will Kartoffeln ernten. Oh, schön. Freue ich mich. Hab da von meinem Gesellen schon mal einen Hänger hinstellen lassen, damit du jetzt nicht unbedingt los musst. Das ist gut, ist auch gerade schlecht. Punkt 2 ist, die 174 ist noch offen zu dröschen. Soll das mein Geselle machen oder willst du das machen? Das ist schon gemacht. Das habe ich letztes Mal mit der Resi abgesprochen. Da hat es ein Mitarbeiter von mir gemacht. Die 174? Nee, da war ich vorhin, da war noch alles drauf. Nee, das ist abgeerntet. Oder tue ich jetzt, bin ich jetzt, habe ich jetzt gerade echt schlecht geguckt. Okay, aber ich bin der Meinung, die 174, da ist noch alles.
Dann warte mal, Paul. Ich tu dich mal kurz auf Lautsprecher sprechen. Ich ruf gerade an. Was ist denn los? Ey, Chef! Ja. Ich hab hier ein. Erzähl jetzt keine Scheiße. Ich hab gerade hier einen Lohnunternehmer-Chef am Telefon. Da hört zu. Ja! Das ist doch der Paul Bergmann. Ich glaube, ich habe da gerade eine Verschwörung aufgedeckt. Ich bin ja hier gefahren auf Feld 117. Da sollte ich ja Pflanzenschutz spritzen, da noch kein Auftrag, ne? Und dann steht hier im Busch ein Traktor von der Marke Fendt. Und hier wurde auch der Paul Bergmann gesichtet. Und der ist an. Und ich habe jetzt schon den Polizisten angerufen. Wir vermuten, dass der hier entführt wurde. Vielleicht hat der Paul Bergmann was damit zu tun. Ich bleibe auf jeden Fall dran, ne? Ich halte dich auf den Laufenden, was hier passiert. Oh mein Gott, das ist ja wie bei GZSZ im Bio-Style. Bis später, ja, Chef! Ja, alles klar. Paul? Ich glaube, dein Angestellter säuft, oder? Nee, das ist der Bio-Fuzzi, der keine Ahnung hat. Das ist ja, kennst du mich auch schon kurz, Kolben leiten oder sowas? Naja, das ist dieser Biotyp, genau, ja. Das ist der Idiot. Also die 174, ich habe jetzt gerade mir nochmal das Feld genau angeguckt, das ist abgeerntet, aber da war ja so Sorghumhörse drauf, das wird ja bloß oben abgeschnitten. Ach so, ja, nö, ja, denn, ja. Also das kannst du abrechnen als Auftrag. Naja, mir geht halt auch darum, dass der Praktikant dann, oder der mein Geselle dann den Mähdrescher da wegholt. Ach so, den hat mein Kollege nicht weggebracht. Der steht da nämlich noch. Das tut mir leid, das wusste ich nicht. Nur ist kein Problem. Da hatte den Auftrag eigentlich, den zu euch hochzubringen. Nur ist gut, ist kein Problem für mir. Nee, dann ruf ich den nämlich an, dann holt er den Mähdrescher da oben weg. Ja. Alles klar. Sag mal, weil du sagtest, dein Mitarbeiter hat hier, dein Praktikant hat einen Hänger runtergestellt. Ja. Also du hast nicht zufällig... Der hat nicht zufällig die Zeit, dann auch das Zeug hochzufahren zum Hof? Nee, doch, das kriegen wir hin zwischendurch. Das kriegt er hin? Oh, schön. Ich versuche jetzt erstmal hier das Zeug abzuernten und dann kriegen wir das hin. Ja, okay. No. Nee, also dann schreibst du deine Rechnungen und dann sagst du Bescheid, dann überweise ich dir den Spaß und dann geht das alles in Gang. Jo. Wunderbar. Du hättest deine Kartoffeln unbedingt mal spritzen sollen. Ach so, wir haben jetzt auch das neue... Precision Farming im Angebot, ne? Also mit Messtechnik, alles drum und dran. Ja, ach so, ja, hab ich gehört. Also wenn du da, also wir können jetzt auch auf deine geernteten Felder rauf, wie auch auf deinen schon angesäten Feldern, wenn du das wünschst, einfach durchrufen und dann kommen wir und fangen an zu messen. Gut zu wissen, ne, gut, da weiß ich Bescheid, da werde ich auf jeden Fall mal auf dich zurückkommen. Alles klar. Gut. Bin damit, Adrian. Jo, gleichfalls. Ciao. Benno! Ja? Der Mähdrescher, der bei der, warte mal, muss ich schnell gucken, im GPS, der unser Schwarzer, der bei der 176 steht. Ja? Kannst du wegholen. Jo, alles klar, mach ich gleich. Ja, also es wartet eine Menge Arbeit. Kann sein, dass ich zwischendurch anrufe, dass du den Hänger mal wegfahren musst. Ja, das kann ich auch machen. Gut, ansonsten glaube ich, muss ich mal langsam beim Bauhof anrufen, ob die noch Kapazitäten haben. Ja, also so. Hilfe bräuchten wir dann auch vielleicht. Ja, habe ich auch schon gemerkt, Na gut, alles klar, ich schlage hier erstmal die Kartoffeln runter. Jo, bis später. Ja. Wir schlagen die erstmal die Kartoffeln runter. Ich rufe mal den Bauhoftypen an, mal gucken, ob der Zeit hat. Bauhoftyp, wo ist denn der Bauhoftyp? Da ist er. Shit, hallo. Moin, Bauhoftyp. Bergmann. Hallo, Lohnunternehmen-Typ. Sag mal, Bauhoftyp, hast du gerade Kapazitäten, hier so ein bisschen nebenbei ein paar Taler zu verdienen? An sich ja, aber gerade just in diesem Moment ist schlecht. Ich bin noch unterwegs in einer anderen Gegend. Also, du bist noch inkognito unterwegs, oder was? Ja. Du sag mal, kann das sein, dass dein Träger da hinten mit einem Hänger steht?
Das kann sein, dass ihn da jemand hat stehen lassen, ja. Warte mal, da bin ich auch voll dran vorbeigesegelt vorhin. Der Spruder muss groß, wo war denn das? Hier bei der 117. Okay. Naja, so ein Fan, so ein Oranger mit Kippmulde. Ja. Der steht da und tuckert. Okay. Ja. Weiß nicht, ob der Fahrer wohl fluchtartig weg musste oder so, weiß ich nicht. Du, da kann ich die auch nicht singen. Gut, alles klar, Bauftype, weiß Bescheid, wenn man das ist. Klar, Grüße. Jo. Ach, keiner hat Zeit, uns zu helfen. Oh. Arm. Bergmann. Guten Tag, Herr Bergmann. Ich bin's, Kurt Kolbenleiten. Hallo. Moin. Wie geht's Ihnen? Schlechten Menschen geht immer gut. Das ist wohl wahr. Du, hör mal. Ich bin Oberbiokommissar Kurt. Wir haben hier einen verdächtigen Traktor gesehen am Feldrand und Sie wurden leider in der Nähe dabei gesichtet. Ah ja. Deswegen, ich habe dem Polizisten schon Bescheid gesagt, der wird sich gleich auch nochmal richtig bei Ihnen melden. Ist das da, wo du Quatschkopf im Weg standst, wo ich mit meinem Roper vorbei wollte? Ja, ich stand da im Weg, ja. Weil ich geguckt habe, ob der Mann vielleicht irgendwo im Busch sitzt. Vielleicht musste er sich ja nur entleeren. Ah ja. Aber ich habe Sie da auch gesehen und ich habe dem Polizisten auch schon Bescheid gesagt. Sie sind dran, mein Freund. Sie sind ganz gewaltig dran. Du, pass mal auf, komm, Leute, mein Freund. Ne? Ja. Wenn du nicht aufpasst, was du hier sagst, ich schwöre, ich erstick dich in meiner Jauchegrube. Hallo? Sprechen Sie mit mir. Ich bin Bio-Oberkommissar Kurt Kolmleiten. Bio. Ein bisschen Bio. Mehr Respekt. Ja. Ja. Was machen wir jetzt da? Wollen Sie die Tat direkt gestehen? Was für eine Tat? Sag mal, brennt dir der Helm oder was ist los mit dir? Hast du jemanden entführt? Ja, der brennt wirklich der Helm, so wie es aussieht. Na gut. Wenn Sie nichts sagen wollen, die werden schon sprechen, wenn der richtige Polizist kommt. Ja, klar. Dann bist du fertig. Ich hab dich im Auge, Bergmann. Ich hab dich im Auge. Du warst mir schon bei der Feuerwehr ganz suspekt. Ich hab dich im Auge. Auge, Kolbenleiten, oder wie du auch heißt. Kolbenleiten. Kolbenleiten. Ja, also mit Respekt kennst du dich auch nicht aus. So, muss jetzt aber weitermachen. Ich muss ein bisschen Felder spritzen. Schön mit Gift. Schön mit Gift, ja. Ja, das ist toll. Toll. Weißt du, nee, darauf gehe ich gar nicht ein. Ich muss jetzt weiterarbeiten für meinen giftschädigen Chef hier. So, wir hören uns. Ja, grüß doch schön. Mach ich. Tschüss. Ciao. Bio-Oberkommissar Kurt ist da. Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber der Kolbenleiten, der hat total einverplättet. Aber total. Bergmann. Bergmann. Was bist du? Wartlinger da. Ja. Der Kolbenleiten hat gesagt, du bist entführt worden. Warum gehst du ans Telefon? Ich bin entführt worden. Ja, der hat gesagt, da ist irgendwie Bauhof. Also ich stehe gerade an der Straße, da steht irgend so ein Krampekipper vom Bauhof mit einem Fendt vorne dran. Und dann hat er mich nervös angerufen und hat gesagt, ja, du warst dann irgendwo im Busch gestanden und bist entführt worden. Du kannst machen, was du willst. Aber der Typ säuft. Was, der säuft? Ja, ich bin ja oft da auf dem Feld hier 85 von seinem Chef da, weiß ich nicht, wie der heißt, Lindig, keine Ahnung. Also, Erna geht's gut. Naja, klar. Sie sind nicht entführt. Also, ich hätte mich ja gewundert, wer sie entführt, bin ich ganz ehrlich. Der bringt mich ganz schnell wieder zurück. Ja, das denke ich mir nämlich auch. Aber gut, wenn es Erna gut geht, dann passt das. Dann lassen wir das Teil mal ruhen und ich werde mal mit dem Herrn Kolbenleiten reden. Ich habe aber schon hier den Typen vom Bauhof hier, den Joris, angerufen, dass der sein Ding da wegholt. Ja, ich habe ja ihm auch gerade gesagt, dass er seinen Scheißdreck da wegfährt, weil sonst fahr ich's weg. Ja, nee, ist richtig. Genau, so machen wir das. Ja, hast du noch irgendwas? Perfekt. Na, passt, Bergmann, alles gut. Grüß auch schön. Bergmann. Ja, schönen guten Tag, Paul, hier ist Eduard. Moin, moin. Ich habe gerade gesehen, du hast hier unten noch deine Messstation stehen, deine Isaria. Transportunternehmen ist ja nicht da.
Ja, richtig. Ich habe jetzt gerade den Herr Rotwild hier auf dem Hof stehen, der sagt, du wolltest bei ihm sowieso einsetzen. Nee, das ist ja die Messstation, das ist ja nicht die Messstation, das ist ja die Station, womit ich. Also eigentlich dürfte bei dir jetzt unten nur die Station stehen für Feldmessung, also wenn das Feld schon angesät ist. Die Sache ja proaktiv. Genau, das ist die zum Feldmessen. Ach so, das ist die für hinterher zu messen. Genau, das andere Ding. Genau, das andere Ding hat schon oben. Ach so. Ja, ja, ja. Ja, jetzt war halt die Frage, wenn er sowieso unten ist, hätte er schon mal einen halben Weg mitbringen können. Mitbringen kann er das Ding trotzdem. Dann würde ich dem dazu sagen. Ja. Aber wo du mal gleich da bist, ich brauche noch ein Angebot von dir. Ja. Aufnehmen, warte mal. Großtraktoren. Großtraktoren? Ja, ich will mein Angestellten mal so einen schönen Schlepper leasen. Ja, dann schreibe ich das mit auf deine andere Liste mit drauf. Den anderen Geräten. Das müsst doch mal ausrechnen und mir rüberschicken. Ja, das rechne ich zusammen. Ah, alles klar. Hast gesehen. Den Fenvario 942 mit. Oh. Ja, er soll mal was Schönes kriegen. Das hat er sich verdient. Er arbeitet ja auch hart genug, der Bengel. Fendvario. Jo, mit Trellebock-Reifen? Normal Standard-Vario. Ja, ich wollte schon gerade sagen. Den 942 mit Standardbereifung. Und dieses Isaria Pro Compact. Isaria Pro Compact. Oh, ja. Damit der das direkt misst, wenn er über das Feld fährt, ja. Richtig. Lieferbar wann? Was haben wir denn momentan gerade? 17 Uhr? Ja, das ist für knapp. Das wird wahrscheinlich eher erst morgen werden. Alles klar. 942 mit Isaria. Genau. Isaria. Okay, gut. Alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Weiß Bescheid. Wenn du da hast, bringst du rum. Ja, oder ich ruf dir an, kommst du abholen. Oder rufst du. Ja, nee, abholen wird nicht. Wir haben im Moment Arschvoll Arbeit. Ach so, gut. Ja. Ich mal gucken. Ja, ja. Ich habe übrigens auch noch einen Stapler von dir hier unten stehen, ne? Ist der von mir? Ja, lass ich abholen. Ja, steht auf jeden Fall drauf, dass der vom Lübsackhagel. Ja, moin. Nö, lass ich abholen die Tage. Ja, ja. Ah, nur falls du irgendwann mal suchst, wenn du in deiner Liste siehst hier und dann deine Rechnung. Ja. Nö. Ah, ja. Okay. Alles gut. Gut, wunderbar. Jetzt, super. Bis dann. Ciao. Ja, wir müssen dem Benno auch mal was Gutes tun. Er ist nun mal ein Fan, obwohl ich ja eher der Class-Typ bin. Muss ich nur sagen, wie es ist. Ich finde auch Fan sehr geil. Aber auch der Benno braucht eine vernünftige Maschine. Und ja, ich will gleich einmal was testen, ob ich überhaupt unbedingt diesen Aufsatz vorne brauche. Ich bin bald der Meinung, dass ich den nicht brauche. Aber das testen wir gleich. Warte mal, kann mir das doch. Jetzt hat er gegen ausgemacht. Nee, zusammenklappen will ich nicht. Hoch will ich beide machen. Ah. Mit der neuen Konsole geht das. Und mach runter. So ist schön. Ja, die sauberen Ecken machen. Die Ecken machen wir nachher schön sauber. Ja, sonst, an für sich, ja. Läuft. Aber, Leute, das war's für die erste, also für diese Folge. Nicht für die erste, aber für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Denkt dran, lasst den Daumen da, haut auf die Glocke und denkt dran, Support ist kein Mord, meine kleinen Vanillezipfelchen. Wir sehen uns.